In diesem Video zeige ich dir ein paar E-Funktion-Ableitungsaufgaben anhand von Beispielen mit Lösungen. Moin Moin zusammen, du möchtest mehr üben, finde ich geil, gib Vollgas. Und nun die E-Funktion ableiten, daher ist es noch ein bisschen tricky und du willst ein paar Rechenaufgaben mit Lösungen. Kriegen wir hin? Habe ich hier ein paar. Falls du noch mehr brauchst und Bock auf mehr hast, noch eine Runde, geil. Unten in der Beschreibung ganz viele E-Funktion Ableitungsaufgaben reinziehen, auch auf meinem Kanal ist voll davon. Kümmern wir uns allererstes um den ganzen Blödsinn. Wie leite ich die E-Funktion ab? Da musst du zum einen die Basics können und E-Funktion ableiten. Da habe ich auch sehr ausführliche Videos unten in der Beschreibung reinziehen. Nun schlingen wir doch mal direkt los. Wie leite ich eine E-Funktion ab? Naja, ich sage es immer liebevoll. Einmal den ganzen Blödsinn, der da dran ist, doof abschreiben. Also 17e hoch 3x² minus 1. Und dann mache ich eben das Ganze nochmal mal. Die Potenz abgeleitet. Naja, und die Potenz ist ja hier oben das hier. Das abgeleitet ist, Basic-Regel, 3x ins Quadrat abgeleitet ergibt 6x minus 0. Bei 1 abgeleitet ergibt 0, also kann man das auch direkt weglassen. Also das Ganze hier oben ergibt 6x. Und jetzt bist du theoretisch fertig. Wichtig ist, es funktioniert nur, da ist nur eine Zahl vor der E-Funktion. Wer jetzt hier irgendwie eine Zahl oder irgendwie ein x, also eine Variable, ne, eingebaut, dann hättest du die Produktregel anwenden müssen. Aber das erkläre ich in dem Produktregel-E-Funktion-Video. Und nun kann ich das Ganze zusammenfassen. Also, was mache ich? Ich hau einfach diese 6x nach vorne und multipliziere es mit der 17. Bedeutet p' von x ist gleich 60 102 x e hoch 3x² minus 1. Und dann bist du theoretisch fertig. Kommen wir zu dem Schlingel hier. Manche haben jetzt halt Angst, da ist ein Bruch. Kein Problem. Schreiben wir doch den erstmal um. Also p von x ist gleich. Vor dem e hoch 5x, da steht gedanklich eine 1. Ne? Auch wenn es nicht dort ist, das steht da. Und darum kann ich das umschreiben, weil das ja alles mit mal ist. 1 mal e hoch 5x. Also kann ich die 2 mit der 1 mal e ganz normal verrechnen und darum sieht es ein bisschen anders aus. Mache ich halt so, 1 halb e hoch 5x. Es geht. Ich habe hier keine Summe, sondern das ist halt ein leichter Trick. Sehr schön und dann kann ich das Ganze ableiten sauber. Wie mache ich es? Einmal doof abschreiben, richtig. 1 halb e hoch 5x mal die Potenz abgeleitet, 5x abgeleitet, ergibt 5. Und dann kann ich die 5 wieder nach vorne ziehen, verrechnen, p' von x ist gleich 5 mal 1 halbe ist 2,5 oder eben 5 halbe, wie du es nennen willst, ist mir egal, e hoch 5x, fertig. Also du merkst, sobald du da irgendwie einen Bruch hast und es ist einfach nur eine normale Zahl, dann kann ich die immer mit dem Trick, die Zahl, die vorne dran steht, geteilt durch und dadurch habe ich das auf einer sauberen Ebene und kann loslegen. Natürlich geht auch die Quotientenregel, jetzt ist aber viel zu aufwendig. Und wenn hier unten irgendwie ein x gewesen wäre, irgendwie eine Variable eingebaut, dann hättest du eh die Quotientenregel anwenden müssen. Kommen wir hierzu. Und nun habe ich ein paar Konstanten, ein paar Parameter eingebaut. Nicht weiter tragisch, also geben wir gemeinsam Vollgas. P' von x ist gleich. Wie leite ich es ab? Achtung, einmal doof abschreiben. A e hoch b x² plus 3 mal, und nun, was haben wir gelernt, die Potenz abgeleitet. Und die Potenz abgeleitet ist ja, ich mache es hier unten mal hin, bx ins Quadrat plus 3 abgeleitet ist x Quadrat, also 2bx, 3 abgeleitet ergibt 0. Fertig, und schon haben wir das Ganze abgeleitet. Also kann ich hier hinschreiben 2. X. Ich behalte die Parameter, das sind für mich gedanklich einfach Zahlen. Das A ist für mich gerade eine 3, das B ist für mich gerade eine 7. Und so behandle ich den Schlingel auch. Ne? Das ist wie in einer Beziehung. Man behandelt den Partner genauso, wie man selbst behandelt werden möchte. Und dann
kannst du das Ganze mal nach der Basic-Regel ableiten. Ob da jetzt ein A, ein B oder ein Thomas dabei ist, ist mir doch egal. Gut, und dann habe ich hier noch ein Plus x hoch 3, das muss ich einzeln ableiten. Warum? Das ist die Summenregel oder Differenzregel, weil hier Minus auch dabei ist. Das musst du dann jeweils einzeln ableiten. X hoch 3 abgeleitet ergibt 3x². Basics-Regel müssen sitzen. Minus 0 abgeleitet ergibt minus 0, kann man weglassen. So, und dann kann man den Schlingel noch zusammenfassen, falls man da Bock drauf hat. E' von x ist gleich. Was mache ich? Ich multipliziere das 2bx mal den ganzen Teil hier vorne. Immer mein Tipp. Erste Zahl, 1a mal 2b ist 1 mal 2 ist 2, fertig. Dann macht man die Konstanten oder die Parameter a, b, ne? A mal b ist ab. Und dann die Variable. Und dann kommt die e-Funktion. So mache ich es halt immer, jeder wie es mag. So, plus 3x². Kann ich nicht verrechnen? Geht nicht. Das eine ist x, das andere x². Funktioniert nicht. Gut, und dann bist du theoretisch fertig. Falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.